Ja, mag Gott seine Gnade und seinen Frieden hier und ihr ansehen von dir. Und ich freue mich, wo ich hier kann, die Gelegenheit habe, das Wort mehr zu tun und das Wort wieder zu geben. Und auch als ich heute merken werde, dass immer war ein Segen. Und immer war er traf ein das Erste. Und dann kann einer Gott danken dafür, was heute reden wird, durch sein Wort. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass der Herr auch hier wird, zu jedem einen reden. Und was heute hatten wir heute merken dafür. Ich mache hier zur Einleitung für meine Predigt Psalm Kapitel 119 lesen. Und wenn wir denken an den 119er Psalm, dann weiß wir, worum das geht. Das geht an das Wort Gottes. Und vielleicht könnt ihr Karte vorstellen, wo wird Fall erst uns das Wort Gottes. Wo wird Fall erst uns dort, wo viel wir uns auf mit dort, wo viel Zeit nehmen wir für dort. Der Schreiber, dem wird so wird Fall, den wird das Wort Gottes so wichtig. Muss uns das auch so wichtig sein. Psalm 119, Vers 9, bis durch 16. Hier sagt das dit. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Ara, den sein Leben rein holen. Wie kann ein junger Mann sein Weg reich gehen vor dem Herrn und wieder? Dann kam hier die Antwort, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. So, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. So, das Wort Gottes bewahren. Von ganzem Herzen sage ich dir, lob mich nicht, wachgun von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinen Herzen, damit ich nicht gehe in die Sünden da. So, der Schreiber wird uns sehr wichtig, dort heu nicht wo Sünden. Und heu sage ich, ich do das Wort Gottes bewahren. Heu sage ich, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gehe in dich sündige. So, das Wort Gottes in unseren Herzen bewahren, das Wort uns wachholen von den Sinn. Wie wollen wir euch dort Sieg haben in den Sinn? Wieder sage ich dort, gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Gott soll gelobt werden, Gott soll gepriesen werden. Und dann sagt er wieder, lehre mich deine Anweisungen. Lehre mich so zu leben, ist dir wohlgefällig, erst ein anderer wieder. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deinen Pfade achten. So, ich will Gott seine Befehle nur denken. Ich will das Wort Gottes nur denken. Und dann, der Weg achten, der Herr uns wiesen wird. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. So, wie hier und so, Wort von dort bei ihr ins Schreiber hör und das Wort Gottes. Er sagt, ich habe meine Lust und deine Anweisungen und Gott seine Gebote und das Wort Gottes. Er sagt, dein Wort verjährt nicht. Möcht dort, das dort in uns Leben auch sein. In der Timer habe ich einfach das dort abgestellt und ihr Gott seine Führung leben. Uns lauten Läden entfielen von Gott. Da, nur dem, wo wir sind, zum Glauben gekommen. Wo soll das uns sein in uns Leben? Wir haben uns ein scheinend Wort gehört, über Glauben. Da, wo wir im Glauben leben, Wort von Zeugnis, wollen der Lothar haben über uns. Wenn wir erst sein Erler geworden, oder wenn wir hier auf einmal nicht mehr sein, Wort von Zeugnis, wo wir hängen lohnen. Die Zeugnisse, wo wir uns verfehlen, die in eurem Bund, da haben ein scheines Zeugnis. Woran? Da haben sich lohnen von Gott seine Hand leiden und fehlen, indem sie im Glauben leben deuten. Sie glauben einfach an dort, wo sie noch niemals gesehen haben. Und so haben wir viele verschiedenste schöne Beispiele in dem eurem Bund, wo uns so Mut geben, auch ans Glaubensleben verweicht mehr. Jedoch an uns Thema, und ja Gott seine Hand uns lohnen, leiden, empfehlen und wir leben einfach unter der Führung Gottes. Wo soll das uns sein? Dort werden wir uns den Tag lesen, uit Epheser Kapitel 5, von 1 bis 21. Epheser 5, von 1 bis 21. Hier redet dort von nur dem, wo wir sind im Glauben gekommen, was wir sollen tun, was wir nicht sollen tun, und wo wir kein und verständiges Leben führen in dieser Welt. Wenn wir uns diese Verse hier mal einfach einmal überlesen, Epheser 4, von 1 bis 21.
Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzlereien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Der andere Pfefferforsch, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deck sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schädlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Weise, sondern als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, den Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und so weit, wir haben hier viele Versen gelesen. Ich wurde hier Karten mit Gedanken wiedergeben. Über uns Hauptvers hier in diesem Abschnitt erst. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Also wie soll verständlich sein, wie soll ein Klart verstanden haben, was dem Herrn sein Willen ist. Wie soll nicht unverständlich sein, also nicht wollen, was wir sagen, wo wir haben sollen, wo wir wieder sollen, sondern wie soll ein Ziel haben, wie soll Verständnis haben, wo wir zu leben haben, was dem Herrn sein Willen wirklich ist. Und wo ist doch möglich? Wie soll Nachahmer Christi sein, sagt er hier, aus geliebte Kinder, so wie sein Gott seine geläufte Kinder, wenn er auf sein Leben gegeben hat. Für uns, wir haben dort in Glauben eingenommen, nie sind wir Kinder Gottes geworden, und er hat uns läuft. Dann sagt er wieder, wie soll in dieser Leib leben? Wandelt in dieser Liebe. Wie soll in dieser Leib wandeln? Das sollte sein, was wie in Christus seine Leib gegründet sind. Christus Christus uns geläuft hat, und sich selbst für uns hergegeben hat, aus dem Schlachtopfer, so soll wir auch leben. So soll wir in dieser Leib leben. Was man anders sagt, so soll wir nicht auch unsere Nächsten leben, so soll er aus Christus uns geläuft haben. Dann sage ich dort, was wir nicht sollen tun, der dritte Vers, dort ist eigentlich eine Warnung und uns aus Kinder Gottes. Du sagst dort, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Diese Dinge sollen nicht in uns Leben Ruhm haben. Diese Dinge sollen nicht in unseren Horten zu finden sein. Unzucht, Unreinheit, also andere Gedanken, Hurerie und so weiter, die sollen nicht in uns Hort sein. Und nicht Habsucht, also habsüchtig sein, weil ein Rick wollen, wie immer uns schaffen wird. Das soll hier nicht sein. Dann sagst du auch nicht, der vierte Vers redet von schändliches Geschwätz oder Schlachterei, Anneugierer, wird den Herrn nicht wohlgefällig sein. Dort soll nicht sein, sondern vielmehr Dank sagen. Und andere wieder, wie sollen geistliche Rehe haben, ans geistliche Enttäuschen. Denn dort soll wie wollen, sagt er, kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger,
Da in Jatzen deiner Ass, also wer habsüchtig ist, da ist in Jatzen deiner, sagt der Tier. Dort hört sich wörtlich streng, wie es dort hier reden wird, von einem Habsüchtiger, der dort Geld herunterrannt hat und der bloß für das Geld leben wird, dort sind Jatzen deiner. Und dort sage ich hier, der Hab, der Unzüchtigen und Unreiner, der war nicht in der Trick Gottes Nangung. Das ist eine ganz strenge Warnung für uns alle. Von diesen Dingen sollen wir uns aufhören. Dann sage ich dort wieder, wir sollen nicht irgendwie, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, uns nicht verführen lassen. Und wir wollten in der Zeit, wo wir ben leben, hier sage ich dort, die, dort ist eine böse Zeit, und ich denke, wir sind alle mit Äpfel stehen, wenn wir mit Raum kicken, wo die Zeit ist, in der Verführung. Der ist so ja stark. Der ist so groß, was noch niemals euer, um mein Verständnis nur. So viel, was den Menschen angeboten wird, verschiedenste Dinge, die sich Gott anhören und doch, wenn einer dort mit prüfen wird, dann der Punkt sehen, das Wort Gottes. Wir sollen versichtig sein, wir sollen abhosten, nur was wir horchen tun, wir sollen uns nicht verfehlen lassen. Und wenn wir uns das denken, der Tiet kämpft bei sich nur, wir leben in der letzten Tiet, und wir haben noch für eine längere Tiet, aber der Tiet spielt Dollar und Dollar und Dollar ab. Und je nur wir wollen kommen, nur ein, je Dollar wollen diese Verführungen, je Dollar wollen da abkommen, je schwieriger wird das Wort mit euch. Die Menschen, die wollen sich immer da fragen, wo ist dann nie noch reich? Und wo soll ich dann nie noch glauben? Das hört einer, wenn einer mit Menschen reden lässt. Der eine sagt, hör hier, hafel so viele Botschaften, die hör ich über WhatsApp, hör das, die hör ich von dieser Zeit, von Janne Gemeinde, noch von anderen Zeiten, von so vielen verschiedenen Reden hast, und sagt der einer, weiß über den ich mal, was Wort ist. So viel, was den Menschen von dir zur Verfügung gestellt wird, was sie horchen können. Und wer wie versichtig sind, wer wie wollten, was uns Grund ist. Uns Grund ist Jesus Christus, uns Grund soll das Wort Gottes sein. Wie sollen Grund um ihr Defeut haben? Vers 8 sagt, denn ihr wart einst Finsternis. Wir leben immer in der Finsternis. Wie dein der Sinn, wie dein Satan durch den Sinn. Bei Hieron sagt, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ja, nie lebe ich im Licht. Jesus ist das Licht. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann haben wir das Licht in uns. Nie sollen wir das Licht auch dachloten in uns. Wandelt als Kinder des Lichts. So, wenn wir in Licht leben, dann werden wir das bewiesen. Werden wir in das Licht wandeln. Werden wir in Jesus Christus so wandeln, dass es wohlgefällig ist. Dann sagt er, die Frucht des Geistes besteht nämlich aus lauter Güte, also in den nächsten Gottesdauern, in Gerechtigkeit und Wahrheit. Also Kinder Gottes, die leben in der Gerechtigkeit. Wer in Sinn leben wird, der lebt euer Reich. Der hat viele euer Reich, die Dinge in seinem Leben. Wenn wir treten in unser Leben, können wir dort wirklich sein, wo euer Reich wie ihr Leben haben. Wo es Kinder Gottes soll wie diese Frucht der Gerechtigkeit von Dach bringen. Und wir sollen auch in der Wahrheit leben. Und dann sage ich dort, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wofür habe ich nicht zu prüfen, was ist Gott sein Willen wirklich? Was will der Herr von meinem Leben? Wo soll ich das tun, wo soll ich das tun? Und dann braucht dort, dort, wie wirklich prüfen kann, was dem Herrn sein Willen ist. Und dort, wo wir dann können, wenn wir im Licht leben wollen. Wenn wir wollen wandeln als Kinder des Lichts. Und wenn wir die Frucht des Geistes wollen über die bringen. Wollt ihr dann, wo wir wirklich prüfen können, was dem Herrn sein Willen ist. Dann sage ich, wir sollen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Wir sollen viel mehr aufdecken, der viel Dollar und Licht bringen. Also diese Gemeinschaft von den unfruchtbaren Werken der Finsternis hat mit vielen Dingen zu tun, hat besonders mit Sinn zu tun. Und wir sollen nicht mit den Dingen zu tun haben. Wir sollen wachern von dem Sinn. Dort sage ich, alles, was ein Dach umbohr wollen, durch das Licht. Denn alles, was umbohr wird, dort erst im Licht, sage ich dort. Und wenn wir in Licht leben, in Licht wandeln, dann sollen wir dort einfach bewiesen, dann sollen wir nicht irgendeinen Sinn in uns Band verstärken haben, sondern dort einfach alle und Tritz gebracht haben und es dort im Licht leben. In 1. Johannes 1, Vers 9 sage ich dort so klar, wenn wir unseren Sinn bekennen, dann sind wir trüben gereicht, wir haben uns den Sinn verjährt und dann reine ich uns von allen Eurechtigkeit. Habe ich auf Meier mal über geredet, über den Farsch, und wenn wir dort tun, im Busfeldchen leben, wie aus Kinder Gottes, in der Reinigung, in der Heiligung leben, dann do wir im Licht leben. Dann probieren wir nicht die Dinge zu verstärken, sondern wir tun den Verdacht bringen, wir bringen den nur Jesus, wir sind auch mit dort.
In unsauberen Abhosen, wo wir wandeln dann. In vorsichtige Wandeln haben wir es verfehlt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nicht so eine Wort nur schon Raum geben, sondern aus Weise Kinder Gottes, so wie Wandel. Ein vorsichtiger Wandel, ein Sorgfalt. Vorsichtig sein, wo wir leben dann. Dann sagt er, kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Der Tiet Utheuten in Dutterbrück, wie viel Weisheit, unser Tiet, rechtlich enterdeulen, rechtlich Utheuten. Wegen wir leben in eine böse Tiet, in eine Tiet, wo der Säuer bosig abspieten wird, Säuer bosig gehen wird. Und dann ist es wichtig, dass wir unser Tiet hier Utheuten. Dann sagt er, wir sollen nicht unverständlich, sondern verständlich sein, wo dem Herrn sein Willen ist. Also wo soll ich leben, wo dem Herrn wohlgefällig ist? Ein Ding erst, wenn wir uns holen und das Wort Gottes. Dort sollen wir unbedingt tun, in das dort wird Gott uns leiden, in vier, und wir darum das dort unter der Führung Gottes leben. Wann wir nur dem Herrn sein Willen freuen tun. Und wenn wir nicht wollen, wo dem Herrn sein Willen ist, dann sollen wir uns freuen und wir sollen in das Wort sehen. Dann sagt er, wo wir nicht sollen tun. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also, nicht uns bedrängen, erklärt haben wir alle klar, was wir auch nicht sollen. Wir sollen ein klares Verstand haben vor allem und wir sollen voll werden mit dem Heiligen Geist. Sie, das soll ewig schehen, Leben je Wut, das soll in uns ewig schehen. Dann sagt er, was wir tun sollen, Vers 19 und 20, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesingen und geistlichen Liedern. Unionander geistliche Gemeinschaft haben. Ihr schaue ans Ferien lesen, wir sollen nicht an neue Vira haben. Irgend, ja, wie wollten wir an neue Vira sein machen? Da kämpfen wir uns immer weiter drauf an. Aber das, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesingen und geistlichen Liedern. Unionander geistliche Gemeinschaft pflegen. Dort sollen wir tun. Wir wollen alle, was sich dort fällt, wenn wir in Abend oder in Sonntag haben, sind hochgewachsen, haben Gemeinschaft gehört. Und dann, Übergangsofen, falls ihr das hört, ganz klarig, falls ihr das hartwörtlich nicht viel Ehe habt. Warum der so? Wenn du es nicht geistliche Gemeinschaft warst. Haben wir über geistliche Gemeinschaft untereinander gehört, dann wollen wir uns gesehen, dann denken wir, treten, denken wir so, well, das hat wörtlich, das hat sich gelohnt, taub zu kommen, aber das hat schon gegangen, und wir freuen uns innerlich erfüllt davon, von der Gemeinschaft, die wir gehört haben. Und hier redet von untereinander geistliche Gemeinschaft haben. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Dann sagt er, wie auch persönlich Gott gegenüber. Der 19. Vers redet da auf unja, unter aus Kinder Gottes. Dann der 20. Vers, der redet von, wo wir mit Gott sollen. Auch in eine offene Gemeinschaft haben. Sag ich allezeit Gott, den Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dann sollen wir uns ihn unterordnen in der Furcht Gottes. So. Mit Gott den Vora eine gute Gemeinschaft aufhören. Und dort haben wir mal dann, wann wir in reinem Leben führen vor allem. In geheiligtem Leben. Dann ist die Gemeinschaft der alle Zeit auf. Aber du, wo wir ihr schon ein bisschen Sinn erlauben in uns Leben, dann ab einmal ist die Gemeinschaft da. Dann können wir nicht mehr so Gemeinschaft führen, als der Herr auch wörtlich will haben. Und wir sagen zu alle Zeit, saget alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. So wir sagen zu alle Zeit, offene Verhältnis haben mit Gott, unserem Vater. So ein offene Verhältnis sein, in so dort kann der Herr uns wörtlich sehen. Und in der Führung Gottes leben, ist wichtig, dass wir nur dem Herrn freuen tun, was sein Willen wörtlich ist. Wenn wir mal Matthäus Kapitel 6 blättern, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Dort, was uns wichtig ist, du spend wie Tiet, du hast wie Tito, und uns ist dort einfach wichtig, und wie gleich noch den zu tun, was uns wichtig ist. Was ist wichtig in uns Leben? Wenn wir mal Matthäus 6, Vers 27 und wieder lesen. Hier redet von, wir sollen uns nicht sorgen. Dann fragen wir uns vielleicht, was hast du mit den Träumen zu tun? Wir wollen kurz darauf kommen, wenn wir diese Verse mal lesen. Matthäus 6, Vers 27 und wieder. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch um eurem Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu einer Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Dann sage ich, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird das seine Sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Also hier redet von, wir sollen nicht uns sorgen, Eva, würdet so wollen. Und ich denke von Deo, wir haben nicht zu sorgen, Eva, was wir eh in den Renten wollen, wegen wir haben genug davon. Nicht, weil wir uns umkleiden wollen, wegen wir haben, wenn dort erst Olaf herab, fall ab, viel Dollar ist zu Jesus in die Tiet wird. Aber doch dürfen wir uns an verschiedenste irdische Dinge sorgen. Und Jesus sagt über Säuer Chloa, wir sollen nicht sorgen. Wir sollen bloß checken, wo Gott die Ferien unter den Himmel versorgen wird. Da haben nicht schien, wo die Erdmüller nennen dürfen, das ganze Jahr. Da dürfen bloß Tag für Tag segnen sich dort Erden, was sie brauchen. Und der Führer im Himmel wird alle ernähren. Der Führer im Himmel denkt an die Tiere, da habe ich mehr Kraft. Aber wo viel mehr denke ich an uns? Wie Gott sein Ebenbild geworden sein? Wie sein Gottes Ebenbild? Und durch den Glauben selber seine Kinder geworden? Wo viel Dollar wird sich nicht um uns sorgen? Und dann sage ich dort hier oben, den Farsch wurde Kivalrit heben, dort erst den Dreuendart ist der Farsch, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dort soll an erste Stelle kommen. Dort Reich Gottes. Wo kann ich in das Reich Gottes tun? Wo kann ich tun in das Reich Gottes? In dort Reich Gottes, dort erst in soja bereutet Träume. Wie kann soja viel in das Reich Gottes tun? Wie kann in der Gemeinde tun? Wie kann persönlich mit jemandem reden, ans Tiet nehmen für jemanden, in dem dort Evangelium mitteilen, an Zeugnis verteilen? Wie kann in einer Unterweichung Haupt sein? Und so weiter. Dort Reich Gottes soll an erste Stelle sein. Und wenn dort der erste Platz in uns Leben hat, in unsere Horten hat, dann wird Gott für das Ewige sorgen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass wir zu essen und zu trinken haben. Wir sollen uns nicht sorgen für morgen. Wenn der Tag, wo morgen wird sein, da wird seine eigene Sorgen haben. Wir sollen bloß von dir gehen, was von dir ist. Jeder Tag hat seine eigene Pläne, sagt hier der Fahrendart ist der Farsch. So ein Tag ab einem Mond nehmen und dort in Gott seine Hand leihen und dann Gott fragen, wo wirst du mich leiden und führen von dir? Gott, wo soll ich dort und dort in Jan tun? Und dann braucht es, ob wir uns einfach Zeit nehmen, mit Gott reden durch Eva, wo wir diesen Tag empfohlen sind. Vielleicht, wenn wir vorzüglich erst, wenn wir abgestohlen sind, dann haben wir vielleicht auch eine ganze Rede Gedanken, das fehlt und dort, wo weg das, wo weg dort, wo weg Jan. Wenn wir uns dann über Zeit nehmen, Gebet und Gott vertrauen, was uns dort geht und dann einfach fragen, wo soll ich das tun? Dann haben wir einen schönen Tag, wenn uns das ganz schwierig ist, vielleicht manchmal. Wo können wir nun sein Willen erkennen? Aber wo, was sollen wir tun, wenn wir nicht wollen, wo wir wieder sollen? Jakobus 1, Vers 5, dort ist ein ganz bekannter Vers. Du redest von Weisheit. Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, wofür mangelt uns dort an Weisheit? Ich denke nach Säuerfährten, wollt wie nicht, wo soll ich das tun? Wir machen eine Entscheidung treffen und wir wollten aber nicht nehmen. Dann mangelt uns an Weisheit, die rechte Entscheidung zu treffen. Besonders auch an Kenia, wenn wir kleine Kenia-Tüße haben, Kenia abtragen, wir haben so viel an Kart. Und dann wollten wir nicht nehmen, wo soll ich nicht tun? Ich komme dort mit dort ab, mit dort und mit Jan, was soll ich dort für eine Antwort geben? Und hier sage ich dir ganz klar, wenn uns dort an Weisheit mangeln wird, dann sollen wir Gott freuen und heute jahren in
Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so er wird uns nicht irgendwo verschmieden, er wird uns jeden geben, so wird sie ihm gegeben werden. So wann wir freuen nur Weisheit, er wird uns Weisheit schenken. Sag ich des Forschens. Und so steht, tja, wie Verweichung in uns Glaubensleben. Und dann werden wir noch Psalm 32. Vers 8 bitte euch auf. Psalm 32, Vers 8 bitte euch auflesen. Hier sagt er, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. So, ich will die Wiesen, den war ich in die Gunsos. Was schon hier zieht das? Wie wollen doch wollten, wo das entlang geht? Und der Herr sagt doch, der will ans Wiesen, den war ich in die Gunsa. Bloß sei wie reut. Sei wie reut und freu und sei wie reut, Herr Horch, wenn er uns sagt, wo wie Gunsa. Hier sagt der Vers 9, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Sie ihr schloss wie uns wie Sau nicht unverständlich, sondern verständlich sein. Und hier sagt er einfach, wie Sau nicht so sein aus den Tieren, die nicht einen Verstand haben, die nicht denken kann. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihre Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Also hier sagt er einfach Maultier, also ein Ross, Feu, Aran, Esel, was immer, dann müssen sie ein Gebiss anlegen, ein Mühl, hier rumbein, dann müssen sie da einfach reiten, dann mit Gewalt müssen die Tiere dann durchhangen, wo sie wollen. Hier sind Kreuzes dort auch. Aber wie soll nicht so sein aus diesen Tieren? Wie soll verständlich sein? Wie soll nicht so sein aus diesen Tieren, der Gott mit Gewalt lenken und hier entlang sollst du? Nur wie sollen selbst, freuen du nun, Gott wird uns wiesen, dem war ich dem wie gut sein und soll reut sein, von unserer Seite, dem war ich zu gut. Dann sagt er hier wieder, der Gottlose hat viele Plagen. Also der Gottlose wird so ein Plagen leben. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Wer ab dem Herrn vertrauen wird, der wird mit Gott seine Gnade umgeben sein. In der Zeit, wo wir beim Leben tun, wo wichtig ist dort, dort wie wir die Gnade Gottes tun, und diese Gnade brücken wir immer wahr. Und wenn wir auf dem Herrn vertrauen, dann wird er uns sehen und er wird seine Gnade immer wahr am uns, unja uns, und ewa uns haben, gram uns haben. Aber der Gottlose wird fehlgeplagt worden, sagt er hier. Ja, die Menschen, die Jesus nur folgen, die haben auch fehlschwere Tiden, aber die haben innerlich seine Geloten, die haben ihn deutlich freier in Jesus Christus, und die sind gesehen, auch in den schweren Tiden, wo sie sind. Dort sind ungescheut, wenn der Gottlose schwere Tiden hat, der wird nicht wieder haben sollen. Die rennt in den Weltraum und checkt, was er tun kann, von seinen schweren Tiden zu vergeben. Und wenn wir schwere Tiden haben, wie können wir dem Herrn gehen, ab am Vertrauen und er wird uns segnen. Wie er sagt, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Wir sollen unsere Freude in dem Herrn haben, wir sollen fröhlich sein, wir sollen mutig sein, in wen wir die Gerechte sind. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus Christus im Blut, durch den Glauben. Der Römerbrief, der hat immer wahrer bestätigen. Wir sind gerecht geworden allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und du sollst wir unsere Freude umhauen. Unsere Freude soll in dem Herrn sein. Dann sage ich dort, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Also ein abbrechend Wort. Wir sollen jubeln, wir sollen fröhlich sein. Und soll es schön gehen. In der Welt soll es sein, dort wie diese Mut, diese Freudigkeit in uns haben, wo wir unsere Freude in dem Herrn haben. Also der Herr, der will uns hier wiesen, wo wir zu gehen haben vor allem. Bloß lud wie uns dort gefallen. Sei wie reuer, nur am zu freuen und dort unternehmen, das heute wörtlich will haben. Wo sind wir uns sicher, was der Herr uns hören wird, wenn wir beten tun? Wenn wir nur was freuen tun? Wo können wir uns sicher sein, was der Herr uns erhören wird, nur dort, wo wir freuen tun? 1. Johannes 4, Vers 14 und 15 hat eine sehr klare Antwort gekriegt, ob der Freude, was ich hier stehe. 1. Johannes 4, Vers 14 und 15. Der 14er Vers sagt, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Wir haben eine Freimütigkeit. Wir haben einen offenen Weg in das Heiligtum, in den Himmel. Wir haben einen offenen Weg nur Gott, den Vater.
Und dann sagt er wieder, dass er uns hört. Er hört uns, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. So, wenn wir so beten, wird dort sein Willen ist. Aber dann haben wir vielleicht eine Frage, wir können nicht erkennen, ob Gottes Willen sein oder nicht. Weil dann berückt dort, dort wie bekommen sind wir das Wort Gottes. Dann wollen wir am Sinne den beten, wird wirklich sein Willen ist. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbittene haben, das wir von ihm erbeten haben. So hier sagt er, wann wir wollten, dort hat er uns hier in der, und wofür wir beten tun, so wollt wir dort heu uns dort geben wort. Wenn nur jeffer uns dort, wann dort nur sein Willen gebet wird. Wollt ihr wie nicht wollten, dass dort Gott sein Willen ist? Weil zum Beispiel, wenn ich nicht beten tun, da und da soll sich bekehren, dort ist ganz klar, dort ist Gottes Willen. Wenn ich nicht selbst will beten will, zum Beispiel, Gott, ich freue mich, wusste mir, warum ich ein großes Reichtum segnen, du mit, ich muss da und da sein, was ich mit meinem Unsein habe, weil dann wird mir doch nicht nervös, dass Gottes Willen ist. Wenn es an mein Unsein geht, weil dann ist es nicht Gottes Willen. Wenn ihr nicht mehr am Sinne ihr, dann ihr am Mine ihr. Wenn wir Willen, Gott sein Willen erkennen in unserem Leben, dann braucht dort, dort wie Gott kann. Dann braucht dort, was wir wollten, wo wir heu haben, wo wir leben sollen. Dann ist dort wichtig, dort wie Gott seinen Charakter kennenlernen. Dort wie wollten, wo denkt Gott über uns Menschen? Wird der Gott reagieren, wenn ein Mensch dort tät und dort und jan tät? Wird der Gott wie Abraham reagieren? Gott sieht, nicht so ist deine Heimat verloren, nicht so ist in ein Land kommen, dort aktivisieren wollen. Abraham hat keine Idee, wo das Land liegen dort, aber heute wir danach gehorsam haben. Wird der Gott reagieren auf den Gehorsam, den Abraham hat? Gott war am Segnen dafür. Und so wird Gott uns auch segnen von dir. Wenn wir uns loten leiden und führen von der Hand Gottes, von der Wut Gottes, heu wird uns segnen. Dann wollen wir Dollar und Dollar erkennen, was dem Herrn sein Willen ist in uns Leben. Dann wollen wir den gemäß beten dafür. Und dann wollen wir eine Gebetserhörung und noch eine haben, und wir wollen immer mehr Gebetserhörungen haben in uns Leben. Aber es kann auch sein, was der Herr Jorn vertraut in das, was er uns gebeten muss, was er hören. Nächstes Mal kann es sein, was er plötzlich wird er hören. Wird erst verschieden. Aber wenn wir an den Herrn, wenn wir in Gottes Willen beten, dann wollen wir geduldig sein. Dann wollen wir nicht ungeduldig sein, du Eva. Trägung Psalm 119. Möchte ich dir noch ein Vers lesen? Psalm 119, Vers 105. Du sagst dort, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn du dies da erst, ganz stark dies da büten, und wieder nicht ein Licht haben, auf wie ans Boot, so ja auch sicher. Und dann wie Boot nicht, wo soll ich, wo man das nicht gleich hangen, wo du gar Steiner sein, oder wo immer. Wir wollen uns sicher fallen, wir wollen sicher gehen. Aber haben du ein großes Licht, wo du wie Dachen dort und fern, groß Dachen dort, dann fallen wir uns viel sicherer, wenn wir büten in diesen Saum gehen. Und so ist das in uns geistliches Leben auch. Dort sage ich, das Wort Gottes dort ist ans Licht. Dort ist ein Licht auf meinen Weg. So, wenn wir wollen, wollen, wo ich wie gehen soll, wenn es Raum ans Aller wegen Dienste ist, wenn es vor ans Dach ist, fallen wir uns sicher, wie gehen dem Weg, ob wir zu gehen haben. In geistlicher Hinsicht haben es das Wort Gottes ans Licht von dir. Jesus Christus ist ans Licht. Und wenn wir Jesus in unsere Horten haben, dann ist es wichtig, dass wir uns mit allem beschäftigen, nämlich mit dem Wort Gottes. Und je mehr wir uns wollen beschäftigen mit dem Wort, je wieder wird ans Licht dachen, je wieder wollen wir kicken können, warum war ich wie zu gehen haben. Wir sollen beschäftigt wie uns mit dem Wort. Und so ist dort, wo wir Gott wieder und wieder kennenlernen, und wir wollen Dollar und Dollar, wo Gott sein Willen in uns Leben ist, und du nur, wo wir dann noch beten. Und wir wollen uns auch belehren lassen von dort, in 1. Korinther 2, Vers 12, du sagst, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. So wir haben den Heiligen Geist gekriegt, aus dem Antoling. Dem Heiligen Geist haben wir gekriegt, du, wo wir gläubig worden. Epheser Kapitel 1 bestätigt das so klar. Es ist wie gläubig worden, es ist wie Jesus annehmen deuten,
aus wie den Glauben träum, du habe dem Heiligen Geist Gottes die Krähen, und der war ans Jielen läden in vielen, durch das Wort Gottes. Dann werden wir noch Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist nicht ein Trost, der Beistand, aber der Helper, den Heiligen Geist, den wir gekriegt haben, in dem wir den Glauben tun, der wird uns belehren, der will uns lehren, der will uns führen mit dem Wort Gottes. Immer, wenn der Heilige Geist jemand wird sagt, der wird immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Der wird niemals besiedelt Wort kommen. Wenn er besiedelt Wort geht, dann wollen wir dann erst nicht von dem Heiligen Geist kommen. So, wir machen das Wort Gottes tun, und dann können wir uns lehren und führen dadurch. Kann wir dort tun, was wir wollen in unserem Leben? Eine war ich ja, eine war ich Prediger, lehrt dort, da, was ihnen hat gefällt. Lebst du es dir was? Überdenk du an. Dann schluss, was du da, mach einen Rechenschaft aufgeben, für was du getan hast, für den Schöpfer, für den Rechter. Wir wollen ihn dafür den Richterstuhl Christi stehen, nicht? Eigentlich kann wir nicht dort tun, was wir wollen, wenn wir Jesus wollen nur folgen. Wir sollen dort tun, was wir wollen haben, wegen er ist doch ans Herr und Heiland geworden. Wir können nicht dort tun, was wir wollen. Warum nicht? Wir wollen Jesaja 54, Vers 8 lesen. Da hier mir die Schrift stehen, abledern. Ich hoffe, ich komme da wenig mit. Uns läden in vielen von Gott, sein Geist, von seiner Hand, von seinem Wut. Es ist doch wichtig, zu fragen, was Gott sein Willen ist. Nicht bloß dort tun, was wir wollen. Warum nicht Jesaja 54, Vers 8? Sage ich uns hier eigentlich eine klare Antwort. Dort sage ich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So, Gott sage ich ganz klar, jene Gedanken, dort sind nicht meine Gedanken. Und jene Wege sind nicht meine Wege, sage ich. Und gerade so hoch ist der Himmel über der Erde ist, dort können wir nicht ausreden, wo hoch der Himmel wahrlich ist, so wie kann ich noch nicht mal checken. So eine Soul haben sie noch nicht, was sie dort ausschreiben können. Heute sage ich, so viel höher, gerade so hoch ist der Himmel über die Erde, so viel höher sind meine Wege aus jenen Wege und meine Gedanken aus jenen Gedanken. Also unsere Gedanken sind manchmal ganz besiedelt mit Gottes. Warum? Weil wir haben eine verdorbene Natur. Und mit dieser Natur habe ich immer wahrer zu tun, mit dieser Natur habe ich zu kämpfen. Und dort ist uns Fleisch, was immer wahrer besiedelt, weil besiedelt wird. Also wir können uns nicht nur an selbst rechnen. Wir machen uns nur das Wort Gottes rechnen. Und dann können wir so leben, dass dort am wohlgefällig ist. Zum Schluss mache ich hier noch ein Vers lesen, ich spreche drei. Sein Wort so wird von der Vers. Und dann werden wir Schluss mehr. Spreche Kapitel 3, der erste 7 Vers. Mein Sohn, so wie sein Söhne Gottes, wie sein Kinder Gottes geworden, der dreht gleich Angst, der dreht mir in die, wenn wir im Glauben stehen. Sagt er, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Wie sollen Gott seine Gebote behauen? Wie sollen die Lehre nicht verjähren? Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. So, die wollen uns ein schönes Leben bringen mit viel Freiheit. Mit Frieden. Wir wollen einen deutlichen Frieden haben, wenn wir Gott seine Gebote bewahren und beachten dürfen. Wie er sagte, Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Also Gnade und Wahrheit wollen uns nicht verloren. So aufhängig sind wir als schwache Menschen von dieser Gnade Gottes. Wir sind ganz und gar abhängig von Gott seine Gnade. Wenn wir wollen, was für ihn tun, dann brücken wir seine Kraft. Wir brücken seine Gnade zu. Dort sage ich, diese Gnaden der Wahrheit wollen uns nicht verloren. Wenn neuer, wenn wir uns hören und wird, wenn uns hört, wird Gott sein Wort bewahren, Gott seine Gebote wird bewahren, dann wollen wir Gnade haben.
Dann sagte dir wieder der dritte Vers, der letzte Port, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. So, die Gebote Gottes, das Wort Gottes, rumbezeichnet. Eine andere wieder, der soll in unseren Horten sein. Wie sollen tüßig sein mit dem Wort Gottes? Wie sollen uns beschaffen mit dem Wort? Alle Tag. Dort sage ich, wenn wir dort waren, dann wollen wir Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes. Wo schön, wenn Gott uns mit seinen Läufen tut, die Übung und hier in der und uns sagt, du bist mein Kind. Ich freue mich, dass du Leben ist für mich. Wo schön, aber wo trürig und wo schrecklich, wenn der Herr uns mit uns hier in sein, der nimmt meine Gnu nicht an, der will nur schweigen von mir und der lebt bloß kreis zu sein. Well. Dann wird es ein Tag schrecklich worden für so einen Mensch. Aber ein Wohl, glückselig, sondern wer nur Gott freuen wird und so leben, ist Gott will haben. Wie es uns selbst kennt doch nicht. Aber der Heilige Geist, der uns hier fest, der schenkt uns die Kraft, was wir kennen. Und möchte der Herr Gnade schenken, dort wir wollen so leben, aus dem Wort sagt. Hier sagt er wieder, der fünfte Vers, vertraue auf dem Herrn vom ganzen Herzen. Wer wir auf das Wort Gottes vertrauen, dort zu glauben. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann erst zu glauben, wir haben dem Herrn, wir haben Gott noch niemals gesehen. Aber wer wir danach an das Wort glauben, und wer wir auf Gott vertrauen, vertraue auf dem Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wer wir uns nicht auf uns Verstand verloren, wer sich auf seinen eigenen Verstand verlässt, dort ist der Unverständige. Das ist, wenn die Epheser ihr lesen deuten. Wie sah unser Leben als Verständige? Der Verständnis haben, der Weisheit haben. Wir sollen uns nicht auf uns selbst verloren. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deinen Pfade ebnen. Wer wird Gott erkennen auf all unsere Wege? Wo immer wir gehen, die Entscheidung, wo wir merken, wer wird das alles sagen? Wer wird am aller Wegen erkennen? Wer wird uns denken, wo wir aufhängig sind von Gott in den Gnaden, aufhängig von ihm? Und dann wird er uns leiden, dann wird er unsere Wege Glück merken, dann können wir das Glück verlängern. Halte dich nicht selbst für weise. Wer uns nicht selbst für Weise holen, dann sagt er, fürchte dem Herrn und weiche vom Bösen. So, wer wird Gott furchten? Ne, Gottes Furcht, Hand, das bedeutet so viel, wir haben Angst, uns zu versündigen vor Gott. Dort wird ein großer Punkt meint, Gottes Furcht. Gottes Furcht. Das meint nicht, dass wir nicht Angst vor Gott haben, sondern wir haben Angst, uns zu versündigen, Gott gegenüber. Wir ran von der Sünde weich, wir holen uns weich von der Sünde. Gott furchten, das meint so viel, wir sind bekämmert, wir wollen Gott seine Gebote holen. Fürchte dem Herrn und weiche vom Bösen, also weiche ran von der Schlechte. Wie uns Kinder Gottes machen immer wahre Entscheidung merken, weiche ran von der Sinn. Weil die dann wollen wir genug finden für arm. Dann wird er uns leiden, dann kann er uns führen, dann wird er uns Dollar und Dollar umbohren, was sie wollen für uns Leben wörtlich ist. Möchte der Herr Gnade schenken, du Tau. Ja, wenn wir noch abstunden, beten wir immer auf Posen ist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns in den Loten hast. Dankeschön, Jesus, was du dem Heiligen Geist uns geschenkt hast, uns gegeben hast, für all die, die dich angenommen haben. Jesus, dir allein gebührt der Lobpreis, Dank und Ehre, für das, was du für uns und Jesus getan hast. Und Jesus, dein Wort haben wir so reglich unter uns. Du hast so klar offenbar bei uns, wo wir zu leben haben. Und doch erwartest du, Herr, was wir nur sehen wollen, was wir nur freuen wollen, und dass wir uns wollen beschaffen in dem Wort. Musst du uns Gnade schenken, musst du uns Mut geben, Kraft geben, dass wir einfach unsere Zeit nehmen für dein Wort. Dann wirst du uns lernen, dann kannst du uns führen, und dann wollen wir erkennen, was dein Willen ist. Du wirst uns dir in dem Wachwiesen, den wir zu leben haben, aber Herr, die Erwartung, die wir haben, wie sollen du nur freuen. Ich bete wieder an deinen Segen durch diesen Tag, was immer wir tun. Amen. Der ihr Platz nehmt.